Hallo zusammen, heute gibt es ein neues Video von mir. Ich befinde mich hier in einem Hotel, das in absehbarer Zeit abgerissen wird. Hier funktioniert noch alles, Strom, Licht, Heizung, alles läuft. Dieses Hotel hat eine 150 Jahre alte Tradition, die dieses Jahr zu Ende geht. Das Hotel wird abgerissen und hier wird neu gebaut. Das komplette Inventar ist zum größten Teil noch vorhanden und vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Denn alles ist hier käuflich zu erwerben. Ihr könnt alles, was ihr hier drinnen seht, alles, was beweglich ist, könnt ihr kaufen. Möchtet ihr Kontakt mit dem Eigentümer, schreibt mich an und ich gebe euch die Telefonnummer weiter. Öffentlich posten möchte ich es nicht unbedingt. Ich würde sagen, bevor ich jetzt groß rede, wir legen einfach mal los und ich zeige euch diesen Traum von einem Lost Place. Los geht's! Hier sehen wir ein Treppenhaus. Ein traumhaftes Geländer. Schneckenhausförmig dreht sich das Treppenhaus mit der Lampe bis nach ganz oben. Überall stehen traumhafte schöne Pflanzen, die teilweise schon richtig groß geworden sind. Und wir gehen mal die Marmortreppen nach oben und schauen uns einfach mal um. Ein Teil der Zimmer ist schon leergeräumt, ein anderer Teil ist noch komplett möbliert und die zeige ich euch jetzt. Und teilweise sind diese Zimmer ein absoluter Traum. Ihr seht, das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald man den Flur betritt. Guckt euch diese Möbel mal an. Schaut mal, dieses Badezimmer. Ein absoluter Traum. Teilweise nagt der Zahn der Zeit natürlich sehr deutlich. Es gibt schon einiges an Spuren. Auf den Kissen liegen noch Tütchen mit Leckereien, sogenannte Schlafschäfchen. Gummibärchen. Wir laufen einfach mal alle Zimmer durch, die man euch so zeigen kann. Alle werden noch per Kartenleser geöffnet. Fernseher hängen noch an den Wänden. Hier gibt es ein etwas kleineres Bad, aber auch das ist noch komplett eingerichtet. Hier liegt noch die Seife, Duschgel, ein Kosmetikset. Was das wohl ist, schauen wir mal rein. Was befindet sich wohl alles da drin? Wattepads und Stäbchen, eine kleine Nagelfeile. Ein kleines praktisches Set für die Dame. Gehen jetzt mal weiter. Auf dieser Etage sind alle Zimmer noch eingerichtet und auch noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Hier haben wir noch eine Schuhputzmaschine. Geht auch noch. Wie gesagt, hier funktioniert alles. Hier oben ist die Heizung auch noch an. Es ist also angenehm warm. Wir betreten ein weiteres Zimmer. Die Lattenroste sind elektrisch verstellbar. Auch hier gibt es sogar mehrere Sets. Was haben wir denn hier noch? Ach, hier gibt es noch eine Duschhaube. Und hier gibt es für den Herren ein Rasierset. Schauen wir doch auch mal rein. Hier befindet sich ein Einwegrasierer da drin und Rasierschaum. Hier wieder für die Dame das Kosmetikset und eine Duschhaube. Brillenputztuch ist auch vorhanden. Überall die Föhns. Klein, aber fein. Na gut, meine Frau wird damit nicht wirklich hinkommen.
Die hat so einen großen, riesen Turboföhn mit richtig Dampf. Hier gibt es noch eine Minibar. Oh, die ist sogar noch gut gefüllt. Schaut mal hier, kalte Cola. Leute, 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 wir machen heute Abend Party. Da gibt es noch eine Asbachflasche. Gorbatschow. Red Label. Dornkamp. Wir schließen es. Hier kann man sich noch besaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir gehen mal weiter. Gegenüber ist das nächste Zimmer offen. Auch hier Fernseher vorhanden. Ein kleines Bad. Etwas schlauchmäßig, aber auch fein. Jetzt schauen wir doch glatt mal. Aber ich muss mich echt noch mal räuspern. Auch hier, die Minibar ist leer. Oh, schade, sie ist leer. Ja, wir gehen weiter. Wie ihr seht, alle Zimmer in einem wundervollen, schönen Zustand eingerichtet. Uff, auch hier noch die Mini-Flaschen. Ja, das ist gut vereist. Ja, das Zimmer ist für eine Einzelperson hier gedacht. Es ist nicht so schick, aber auch hier gibt es noch eine Minibar. Das gefiel mir jetzt nicht so toll. Aber wir gehen mal weiter. Es kommen ja noch mehr. Machen wir jetzt mal Licht an. Theoretisch könnte ich mich jetzt nackig machen und eine Runde baden gehen, weil hier, wie gesagt, funktioniert ja alles. Aber das wollt ihr jetzt nicht sehen. Das lassen wir mal schön bleiben. Was haben wir denn da? Die ist auch leer. Okay, mit dem Besaufen wird nichts, dafür sind zu wenig Flaschen. Absolut der Knaller. Wir gehen mal weiter. Jetzt kommen wir gleich zu einer Suite. Und zu einer Aussicht, die der absolute Knaller ist. Die werde ich euch aber erstmal vorenthalten. Die kriegt ihr noch nicht zu sehen. Auch hier wieder ein kleines Singlezimmer. Die Minibar ist leer. Schade. Ein kleines Badezimmer, aber fein. Nein, ich möchte euch die Aussicht noch nicht zeigen. Die machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal in eine Suite rüber. Guckt mal, schöner großer Aufenthaltsbereich. Guckt euch mal diese schöne geschwungene Lampe an, die dort hängt. Ne, steht. Die hat einen großen Marmorsockel. Wahnsinn. Die Minibar, auch hier ist sie leer. Hier gibt es aber eine Klimaanlage. Und über die Empore kommen wir hoch ins eigentliche Schlafzimmer. Gibt es eine kleine, ja, wie nennt man das, ein Erker? Wow, Leute, 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 ich glaube, ich hau mich gleich doch mal in die Wanne. Eieieiei, sogar mit Whirlpool-Funktion. Ja, da gehe ich gleich eine Runde baden. Hehe. Machen wir das Licht aus. Türe wieder zu. Sehr, sehr schön. Ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein absoluter Traum. Gefällt mir sehr gut hier. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal die Aussicht. Passt mal auf. Bereit? Und los geht's. Hier war früher ein Speiseraum. Durch den großen Lichtdom kommt Licht und Wärme rein, die sich hier staut. Dort ein großer offener Kamin und die Wand, die ihr da oben seht, seht ihr oberhalb den Schlitz? Da kam ursprünglich Wasser raus und lief die Wand hinunter. Unterhalb war ein kleiner Teich. Es muss eine traumhafte Atmosphäre gewesen sein hier. Ich sag euch, der absolute Knaller. Wir gehen jetzt mal weiter und schauen uns mal eine Etage höher um. Dort sind zwar die Zimmer leer,
Zum größten Teil zumindest. So. Wir gehen jetzt mal nach oben. Dieses Schneckenhaus weiter nach oben. Und hoch und höher geht es hoch hinaus. So, hier stehen natürlich auch schon einzelne Sachen rum. Hier sind auch nicht alle Türen offen. Hier sieht man, wurden die Betten schon abgezogen. Das Badezimmer ist schon nicht mehr mit Reinigungsutensilien bestückt. Der Mini-Kühlschrank ist schon entfernt worden. Wir gehen mal weiter. Die Türen sind hier noch zu. Alle sind hier nicht offen. Auch hier hängen noch teilweise die Fernseher an der Wände. Badezimmer. Ein Aufzug und noch so ein Single-Zimmer. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier drinnen würde ich mich nicht wohlfühlen. Auch als alleinreisende Person wäre das hier nichts für mich. Aufgrund dessen, dass es einfach zu beengt wäre. Und da ich nachts auch gerne Platz habe, sind mir große Zimmer lieber. Wo ich mich dann natürlich auch bewegen kann. Hier ist die Einrichtung ein wenig rustikaler, aber nicht weniger schick. Ein Röschen hängt an der Wand. Duschvorhänge. Ah, da kommt Ingo. Ingo. Jetzt gehen wir mal den langen Korridor entlang. Schauen mal, was es noch hier zu sehen gibt. Ingo, warst du schon ganz oben? Ist da noch was? Nein. Ist nichts mehr, ne? Dann brauchen wir da nicht hingehen. Konzentrieren wir uns lieber auf das Wesentliche, was gleich noch kommt. Guckt euch mal diese alten Hocker an. Sind die nicht klasse? Ich glaube, davon nehme ich nachher einen mit. Zur Aufklärung. Ich nehme nachher einen mit. Hier kann man alles käuflich erwerben. Der Eigentümer wohnt hier noch, also der Sohn vom Eigentümer, wohnt hier noch im Hotel. Es ist also bewacht. Kommt also niemals auf die Gedanken, hier illegal irgendwie eindringen zu wollen. Hier geht alles nur legal. Und wir haben die Erlaubnis, bisher als Einzigster hier zu fotografieren und zu filmen. Dass andere die Erlaubnis kriegen, ist bisher relativ unwahrscheinlich, weil der Ingo hier mit den Eigentümern befreundet ist. Daher haben wir diese Chance. Es mag nämlich garantiert wieder welche geben, die mir den Satz, davon nehme ich mir einen mit, negativ sonst auslegen würden. Fernseher stehen ja auch ohne Ende rum. Hier fehlt schon ein bisschen mehr. Minibars stehen hier überall rum. Und jetzt kommen wir auch und haben hier an einigen Orten auch bauliche Probleme. Wie zum Beispiel hier ist das Badezimmer rausgekloppt worden. Und ich habe vorhin gesehen, dass es auch Bereiche gibt, wo die Decke runterkommt. Ingo, störe ich dich bei deiner Maniküre, Pediküre? Ja, wir schauen mal weiter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überwältigt von diesem Ort. Ich finde ihn einfach nur klasse und bin einfach mal gespannt, wie eure Reaktion hier drauf sein wird. Ja. Guck mal, da steht noch ein Tresor. Los, Panzerknacker, mach dich ran und guck den Code. Wir schauen, ob noch was drin ist. Nichts mehr. Ohne Scheiße.
Ich werde doch nicht reich. Werde ich sowieso nie. Ich habe Familie. Ja, guck mal, hier ist schon ordentlich gerupft worden. Bad. Guck mal, hier gibt es sogar einen Kleiderknecht. So einen Ständer, wo du abends deine Klamotten draufhängen kannst. Mit einer Ablage auch für den Schmuck. Ja, jo. Wow, guckt euch mal hier an. Jetzt sind wir im Hinterhaus. Das ist Altbau und dementsprechend breiter, hat er uns auch erklärt. Und verschwenderischer ist das damals hier gestaltet worden. Breitere Korridore, mehr Platz zum Bewegen. Wahnsinn. Und auch hier Fernseher. Es gibt hier ohne Ende Fernseher. Aber die Zimmer sind alle so klein. Ich sage fast, als wenn das hier für den Durchschnitt gebaut worden ist. Und nicht gehobene Klasse, sondern was kleiner. Gucken wir mal hier. Hier ist das Badezimmer hinten angesiedelt. Wie so ein Erker drin. Auch sehr schön. Nicht sehr groß, aber schick. Dort hängt auch ein Tresor. Nicht schlecht. So, aber es geht noch eins höher und ich weiß nicht, ob oben wirklich nichts ist. Ich bin ja ein neugieriger Mensch und deswegen gehen wir jetzt einfach mal oben schauen. Weil hier gibt es auch noch ein Treppenhaus. Oh, mir tun die Knochen weh. Und wir arbeiten uns einfach mal nach oben. Ja, das habe ich dich ja gerade gefragt, ob du hier oben warst. Ja. Ich fürchte nur fast, wir kommen hier nicht weiter. Die Türe hier ist zu. Schade. Gehen wir runter und gucken, weil wir können ja über das andere Treppenhaus nach oben. Das ist ja das Außenliegende. Nein, der war ja mit mir oben gewesen vorhin. Open the door, please. Dankeschön. Hi. Knochen weh. Hey, nicht so gut. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Leute, ich sag euch das. Dieses Video ist normalerweise gedacht, um in 5 Teile gesplittet zu werden. Weil dieses Video wird XXL lang, das verspreche ich euch. Aber ich werde es euch in einer Tour zeigen. Oben. Ja. Korridor. Das ist Wahnsinn, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, hier ist aber nichts mehr. Die Räume sind wirklich leer. Ich kürze das jetzt hier mal ab, weil ich euch tatsächlich dann doch gerne etwas zeigen möchte, was euch aus den Socken hauen wird. Wir gehen jetzt runter ins Erdgeschoss. Oh, guck dir mal die goldene Tapete hier an. Wahnsinn. Oh, guck mal, der Schrank. Schöner Tisch. Oh, mich juckt die Pelle. Wahnsinn, das war auch eine Suite. Goldene Wasserhähne. Lecco mio della Costa. Richtig schick. Gut, es wird kein Gold sein, aber es sieht trotzdem schön aus. Ich bin schon weg, kannst du weiter Bilder machen. Hier liegt noch eine Flex, hier wurde fleißig noch gearbeitet bis zum Schluss. So, jetzt müssen wir mal gucken, Treppenhaus wieder runter. Weil ganz nach oben geht es jetzt nicht, da werde ich nachher meinen Abschluss machen. Sehr schön. Ja. Jetzt geht's runter. Das ist mir ein Bedürfnis, euch erstmal das Erdgeschoss
und dann den Keller zu zeigen. Weil das wird euch genauso flashen wie mich auch, versprochen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier die langen Korridore lang. Weil dieses Hotel ist ja nicht gerade klein. Oh, hier hängen quer durch den Gang schon Spinnenweben. So. Du-di-du-di-dum. Und hier kommen wir wieder zum Treppenhaus. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Treppenhaus ist für mich ein absolutes Highlight. Ne? Es ist der absolute Hammer, das Ding. Jetzt leuchten wir mal ganz unten. Wow. Ja. Das Thema Erdgeschoss. Ich war erst mal überlegen, ob ich euch erst den Keller zeigen soll oder erst das Erdgeschoss. Aber man sagt ja immer, das Beste hebt man sich auf für zum Schluss. Und dementsprechend werden wir das auch handhaben. Wir kommen jetzt hier zur Rezeption. Die Lobby. Und hier seht ihr schon etliche Sachen stehen, die veräußert werden. Könnt ihr alles käuflich erwerben. Gemälde, Polstereinrichtungen, also Polstermöbel. Die Minibars, ohne Ende Minibars. Da gab es da auch mal ein Lied drüber, von wegen, meine Leber ist eine Minibar oder irgendwie so, ne? Irgendwie so war das. Ja. Und dann kommen wir jetzt hier in diesen traumhaft schönen Raum hinein und laufen einfach mal hindurch. Alles, was ihr hier seht, ich wiederhole mich, könnt ihr kaufen. Tafelsilber, also sogenanntes Hotelsilber ist das hier. Lampen ohne Ende. Geschirr. Guck mal hier, Nachtleuchte aus Plastik. Himmel, Arsch und Zirn. So weit gab es doch in den 70ern. Hier ist das, was ich euch gerade eben gesagt habe. Mit dem Wasser. Das lief dann von dort oben hier runter. Der Wand entlang. Gehen jetzt mal hier in den hinteren Bereich. Hier wurde auch gekocht. Speisesaal. Ein separater Eingang. Gab es hier. Hier gab es eine Salatbar, ein Salatbuffet. Ja, wir laufen mal einfach weiter jetzt erstmal hier durch. Karaffen, Deckenventilatoren. Also Leute, wer sowas gerne hat für zu Hause, wird hier auf jeden Fall sein Herz höher schlagen lassen. Und da geht es in den Keller runter. Aber nein, das mache ich gleich. Nein, da gehen wir gleich runter. Guck mal, eine alte Waage. Guck mal hier, Stühle. Und gar nicht mal teuer. Die Anzahlen der vorhandenen noch. Terrassenstühle. 54 sind noch vorhanden. 12,50 Euro das Stück. Und je nachdem, wie viel ihr nimmt, könnt ihr auch am Preis noch was drehen. Das ist der absolute Knaller hier, wirklich. So, wir gehen mal weiter. Dieser Gang hier, der hat es mir richtig angetan. Guck mal hier, der sogenannte Spiegelsaal. Hier stehen noch die ganzen Speisenwärmer. Und auch noch jede Menge Stühle. Guck mal, was hier steht. Was ist das? Klavier. Oh ja, ein elektrisches. Okay, das scheint defekt zu sein. Ich bin da mal ein bisschen vorsichtig mit. Aber guckt euch mal das hier an. Das ist doch sowas von schön hier. Wahnsinn, oder? Seid doch mal ehrlich. Wir gehen jetzt mal weiter
und kommen hier Garderobe. Oh, da wollte ich nicht hin. Ist der Aufzug, den brauchen wir gleich noch. Speisesaal. Speisesaal. Gucken wir uns jetzt hier mal an. Irgendwie muss ich mal gucken. So, jetzt haben wir Licht. Ist die Theke. Da steht sogar noch Wein drin. Jede Menge Weinflaschen. Hm. Wie man wohl dahinter hinkommt. Müssen wir gleich mal schauen. Auf jeden Fall ein riesen Speisesaal hier. Na gut, es mussten viele Menschen bewirtet werden. Es gibt ja nicht nur einen Speisesaal. Es waren 80 Hotelzimmer. Dann gab es hier natürlich auch Tagungsräume. Zu die kommen wir nachher. Da mache ich oben meinen Abschluss nachher. Und hier habt ihr natürlich auch noch den Wintergarten, in dem ihr sitzen könnt. Ne? Auch für Feierlichkeiten ganz toll. Buffet aufbauen und so. Und überall diese traumhaft schönen Pflanzen. Ja, diese Pflanzen werden leider alle über die Wupper gehen, weil die sind wirklich so groß geworden. Da wird man wohl kaum einen neuen Besitzer für finden. Weil wer kann so schon so eine große Pflanze irgendwo sich neu hinstellen? Das war ich dann mal. Dann muss ich mir eben das Fahrrad wieder hinstellen. Kann leider passieren. Wenn ein Fahrrad irgendwo an einer Tür gelehnt wird. So. Nichts passiert. Na, komm schon. So, jetzt steht's wieder. Nichts passiert. Ja, wir gehen weiter. Außenbereich zum Sitzen gab es natürlich auch. Ist jetzt nicht mehr vorhanden. Ah, ich höre Stimmen im Hintergrund. Jetzt gehen wir mal in den Bereich, wo die Gaumenfreuden bereitet wurden. In die Küche, beziehungsweise in dem, was davon jetzt tatsächlich noch übrig ist. Viel wird es nicht sein, da auch ein ganzer Teil schon veräußert wurde. Hier stehen noch Konserven mit Lebensmitteln. Der Kühlschrank, der arbeitet noch. Da ist noch Futter drin. Ja, der ist leer. Ja. Ja, hier war ein Hintereingang. Die ganzen Edelstahlsachen stehen hier noch. Ich glaube, hier wird auch noch regelmäßig genutzt, weil hier liegen noch frische Lebensmittel. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann hier noch in Nutzung ist. Ja, da unten steht ein Korb mit Gewürze. Ein paar Spirituosen stehen hier auch noch. Für ein paar Cocktails wird es wohl reichen. Ist leer. Aber hier arbeitet noch die Kühlkammer. Butter, Milch, hier sind noch Lebensmittel vorhanden. Kondensmilch, Wurst. Ja, das ist alles das, was hier von dem Hotelbesitzer noch benutzt wird. Aber ich muss ja eben mein Gesicht wieder mal in die Kamera halten. Ich filme jetzt schon fast 20 Minuten. Jetzt stellt euch mal vor, in diesem Riesengebäude lebt ihr ganz alleine. Es ist zwar euer Hotel und ihr kennt jede Gasse, jeden Gang, jeden Winkel. Aber stellt mal vor, ihr wohnt hier tatsächlich alleine. Er wohnt oben, ganz oben, vierte Etage. Und dann kriegst du nachts Hunger. Rennst du runter, hier in diese riesen Küche und bereitest dir dann was zu essen vor? Was zu essen zu, so? Also ich weiß nicht, da wäre mir doch schon ein bisschen mulmig im Bauch. So ganz alleine hier? Wow. Es ist ja doch schon viel Lauferei. Was haben wir denn hier? Hier steht eine Treppe. Und ich bin doch mal ein bisschen neugierig, was es dort oben gibt. Oh, das war nur ein Lagerraum. Hier ist nichts. Ja. Kaffeemaschine steht auch noch da, ist sogar eingeschaltet.
Nett. Servietten. So. Halli, hallo, Hallöle. Ich bin noch fleißig dabei. Ich brauche gleich unten für dich, brauche ich deine Taschenlampe. Erst wenn du runtergehst. Wenn ich fertig bin. Ja. Ja, mal gucken. Jetzt will er meine Lampe haben, der will mich beklauen. Nein, alles Spaß beiseite. Aber das kommt ganz gut getroffen, da der Eigentümer gerade da stand. Ich hätte kurz eine Frage. Der Saal hier, ist da noch was drin zu sehen? Der sieht eigentlich recht unbeholt aus. Da stehen noch genau zwei Tische von einem, weil der Rest draußen steht. Hast du bei den Spiegelseiten Türen mal zu, oder? Nein. Also, aber war schön groß. Oh, ja. Kartons rum, weil nämlich in den Schränken noch Flaschenkühler. Ja. Flaschenkühler. Wie ist das eigentlich? Ich habe das Thema gerade eben angesprochen, wenn man hier nachts Hunger bekommt. Ist das nicht ein komisches Gefühl, dann runterzulaufen in die Küche, sich was zu machen? Du wohnst ja auch hier im Haus. Ich wohne nicht mal, ich wohne neben einer Stadt. Achso, okay. Der Beuteweg, wo du eben gerade vorbeigekommen bist. Mhm. Ich hatte nämlich gerade die Vorstellung, wenn man hier tatsächlich noch wohnt und man hat nachts Hunger. Meine Eltern haben eine komplette Wohnung oben mit Küche. Ah, okay, alles klar. Die brauchen nicht nachts durch die Gegend zu spazieren. Und dann haben wir das auch geklärt. Die Alarmanlage mal. Ja, trotzdem, so alleine sich bewegen in so einem riesen Gebäude. Nee, es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man nachts hier durchsteht. Das ist schon richtig. Ja. Ja. Gucken wir mal. Haben wir das dann jetzt doch auch geklärt? Spiritosen. Ja. Mikrofone liegen hier auch noch. Ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter und lasse die beiden auch in Ruhe weiterquatschen. Gut, dann wäre das auch geklärt. Ich hab echt gedacht gehabt, dass die eventuell hier nachts noch, oh, das ist zu, nachts, dass er hier lebt, habe ich das zumindest verstanden. Aber dem ist ja gar nicht so. Ja. Ups, ich muss mal eben rausmachen. Wir gehen weiter. Hier haben wir jetzt einen Nebengang, so ein Laubengang ist das hier mehr oder weniger. Weil in diesem Hotel gab es auch eine Schönheitsfarm. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Schönheitsfarm. Und da gehen wir jetzt mal hin. Zum Teil ist sie auch noch vorhanden. Hier sind die Räumlichkeiten zu sehen. Wanne, so eine Höhensonne. Massageräume, ein Bäderzimmer. Das war der Privatraum. Ja, wir gehen mal nach vorne. Stehen nämlich noch mehr Sachen. Und dann sind wir soweit. Dann gehen wir runter in den Keller. Hier stehen auch noch so Utensilien. Ich nehme mal an, dass das gewesen ist, um Fingernägel zu machen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas mit Schminkutensilien, keine Ahnung. Das nehme ich mal an, waren so Präsentkartons oder sowas. Ja, wir gehen jetzt nach unten. Wir gehen jetzt runter. Oh, okay, diese Tür ist zu. Das ist doof. Diese Tür ist auch zu. Auch doof. Schade, müssen wir doch hinten rumgehen. Vorhin bin ich hier hochgekommen und habe da nicht darauf geachtet, dass diese Türe nur in einer Richtung aufgeht. Aber ich habe es ja gesagt, wir fahren heute noch Fahrstuhl. Fahrstuhl des Grauens. Nein, ich komme wieder. Ich habe aber jetzt die Hotelmusik hier vergessen. So ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Oh yeah.
Wir fangen an. Und zwar gehen wir mal hier hinten runter. Hier gibt es viel zu sehen. Wow. Hier steht zum Beispiel ein großer Flatscreen. Ich weiß nicht, warum der hier steht, aber er steht hier. Oh, der ist kaputt. Habe ich gerade gesehen. Scheibe beschädigt. Das sind hier Lagerräume. Wow, guck mal hier. Das ist ein Brunnenschacht. Nein, wie geil ist das denn? Das ist tatsächlich ein Brunnenschacht. Guck mal. Der geht tief hinunter. Warte mal, ich schalte mal die Lampe ein. Seht ihr das? Das ist ein richtiger Brunnenschacht. Gleich kommt da irgendjemand hochgeklettert. Ich sag ja, ich bin in irgendeinem schlechten Horrorfilm gelandet. Ja, wir gucken mal. Spielraum. Oha. Spielraum. Okay. Was haben wir denn hier? Tischtennis. Da steht eine Zielscheibe. Das könnte für Pfeil und Bogen sein. Gewichte. Das ist das SM-Spielzimmer. Rudermaschine. Mini-Trampolin. Ja, hier gibt es einiges. Fitnessgeräte. Kegel. Was haben wir denn hier? Nerf. Yeah. Wir gehen auf die Jagd. Aber nicht damit. Viel zu klein, die guten Dinger. Hier steht noch ein Tischkicker. Immer noch Ersatzmännchen dabei. Jo, wir gehen mal weiter. Schauen, was es noch gibt. Was es hier sehr viel gibt, sind diese elektrischen Bettgestelle. Ha, hier sind wir. Ich weiß, wo wir sind. Hier müssen wir nachher lang. Ich glaube, diese Türen, na doch, geht wohl auf. Was es hier in Räumen gibt, Wahnsinn. Tabletts. Guck mal hier, das, was oben vorhin gestanden hat. Spirituosen. Elektrischer Betriebsraum. So, gehen wir mal weiter. Gas am Sammlungen. Oh, Kühlkammer. Für Getränke. Boah, stinkt das muffig. Bäh. Was haben wir denn hier? Die ist abgeschlossen. Schade. Schade, schade. Aber egal, wir gehen weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Der Keller ist groß. Und dunkel. Habe ich schon erwähnt, dass er groß ist? Ich glaube wohl. Hatte ich diese Türe jetzt hier schon probiert? Ja, die ist zu. Die ist auch zu. Überall die Vitrinen. Und auch diese Türe. Ha, die ist offen. Schauen wir mal. Hier gibt es ein paar Sachen. Oh, ein Projektor. Dann gehen wir weiter. Der Aufzug ist noch da. Und jetzt? Jetzt gibt es mal ein Highlight. Okay, wir legen los. Ich glaube, wir legen noch nicht los. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal und schaue mir das Lager an. Wow. Das sind Kompressoren. Hier steht noch eine alte Drehbank. Wahnsinn, was macht man mit einer Drehbank hier? Alleine. Und dann noch so eine große. Hammer.
Aber es ist das erste Mal, dass ich diese alten Klimakompressoren auch in Action erlebe. Oh, laut. Was haben wir hier für eine Tür? Oh Leute, ernsthaft? Das ist ja riesig hier. Ja. Also getränkemäßig ist hier noch alles gut ausgestattet. Säfte, Spirituosen, alles ist da. Was haben wir denn hier? Korrosiv. Flüssigchlor. Für den Pool. Ja. Meine Güte, nee. Das ist groß hier. Jetzt gehen wir mal da runter. Denn im Keller wird es heller. Nein, wird es nicht. Es bleibt dunkel. Aber wir gucken wenigstens mal. Okay, hier ist nicht viel. Das ist die Chloranlage. Und ihr werdet schon wissen, wofür. Da kommen wir gleich zu. Groß, groß, groß. Aber es ist noch nicht alles. Guck mal hier, auch hier die ganzen kleinen Fläschchen. Wir gehen weiter. Da waren wir gerade. Und hier gehen wir jetzt entlang. Geschlossen. Schade. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Oder? Wo geht's hier hin? Ach du Scheiße. Leute, guckt euch das mal an. Das ist ein Lager hier. Wie riesig. Wird einem schon mulmig, so groß wie das hier unten ist. Meine Güte, ne. Und das nimmt kein Ende. Guck mal hier, ganz alte Sachen. Wahnsinn. Gleich bin ich irgendwo in einem Hostel-Folterkeller gelandet oder so. Toiletten. Hier geht's nicht weiter. Ist abgeschlossen. Was ist das für ein Bereich? Vor allem mit so einem Zugang. Wahnsinn. Da muss ich gleich mal nachfragen. Gehen wir jetzt mal weiter Richtung Highlight, was ich euch ja vorhin schon versprochen habe. Tada! Nee, das ist es nicht. Wasserverteilung. Herrenklo, Damenklo. Hier brennt noch Licht. Ja, da kommt gleich der Aufzug runter. Der hat sich gerade in Bewegung gesetzt. Umkleide, keiner da. Können wir also reinleuchten. Solarium. Und hier schimmelt es. Massage oder Ruheraum. Auf jeden Fall ordentlich Schimmel. Und auch hier Schimmel. Die Außenwand ist feucht. Schade. Was haben wir denn hier? Das ist doch so ein Dampfbad, ist das doch. Und hier Sauna. Boah, der Geruch, ne? Oh, den liebe ich, den Geruch. Klasse. Vollbenutzung des Tauchbeckens. Bitte abduschen. Leute, hier steht noch das Wasser drin. Womit wir wieder dein Thema sind, ich mache mich nackig und stürze mich in die Fluten. Guck mal hier, ein Wasserfall.
Schaltest. Einschalten, ausprobieren. Hier gibt es Duschen. Also ich muss es mal ausprobieren. Ich muss es mal ausprobieren, ob es geht. Ui. Scheiße. Oh oh. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Okay, okay. Okay, ich war das nicht. Hoffentlich hört das auch gleich wieder auf. Oh, Gott sei Dank. Guck mal, hier haben wir einen Pool. Ein riesen Pool. Sehr schön. Hier kann man gemütlich sitzen. Liebe Gäste, wir haben das heute das Wasser im Whirlpool frisch, also gewechselt oder Betriebstemperatur. Ja, schön. Puh. Die kommen gerade runter. Na gut, dass das Wasser jetzt wieder raus ist. Es gibt dort nachher noch Mecker. Was haben wir denn alles hier? Ihr guckt euch das mal an. Das ist voll die Grotte hier. Was geil. Eine Salzgrotte. Das sind Salzsteine hier. Guck mal. Genial. Oh. Ja, schön. Schön ist das hier. Eieieiei. Eine Salzgrotte. Hier geht's weiter. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Neptunbrunnen. Ist ja auch mal klasse. Ja, meine Lieben, da bin ich gerade gewesen. Absolut der Knaller. Ingo! Und ich habe für dich gleich noch, wenn du mir einen Knaller geleist, einen Schmankerl. Ein Schmankerl? Was hast du denn für einen Schmankerl? Soll ich dir mal zeigen? Zeig mir. Vergessene Räume. Vergessene Räume, warte. Das kennst du, ne? Aber das kennst das du Das kenne ich nicht. Nein, das kenne ich auch nicht. Wo war denn das? Nicht. Der Weinkeller. Wo ist denn der? Hier unten? Die Bibliothek, auch hier unten. Hinten, wo die Kegelbahn ist? Ja, dazwischen. Von mir das. Oh. Ich habe mich gerade fast geduscht. Ich musste da drinnen mal gucken, ob da noch Wasser auf dem Wasserfall drauf ist. Und war jetzt auf dem Kneippgang? Da drinnen, genau. Und ich, ja, und ich musste einfach mal diesen... Da ist drauf, ja. Ich habe einmal das Knöpfchen gerückt. Wofür wurde diese Salzgrotte da hinten genutzt? Was hat man da gemacht? Da sowas habe ich noch nie gesehen. Nein. Wir haben die Salzgrotte nur im Wellnessbereich integriert. Wir haben in der Stadt auch eine, wo du mit normalen Klamotten rein konntest. Ja. Das Prinzip ist ja für diese salzhaltige Luft. Ja. Haben wir hier auch so ein Sprühsystem. Ah, okay, mit Wasserdampf oder alles. Salzluft dann quasi verteilt wird. Das aha. Ist dann für Atmung und so weiter. Atemwegs, und genau. Meeresklima und so was. Ganz ne? Genau, das ist... So, und der Witz ist, wir haben halt der Stadt eine Salzgrotte, die kannst du so besuchen. Und wie die dann zugemacht haben, kann die Leute alles so und sagen, nee, bei uns geht es aber nur im Wellnessbereich. Ne? Wir haben nicht für normale Leute mit Klamotten. Ja, klar. Hat sich gelohnt. Ja? Und ja, da war natürlich ein bisschen Wasser am Rand, ne? Salzsteine und halt ansonsten kam aber oben auch zwei Düsen halt, diese Salz, dieses Gemisch halt. Ne? Ingo, ich gebe dir gleich die Lampe. Ja, genau. Die anderen Räume, ist da Licht drin? Ja, dann nimm doch die Lampe. Können wir Licht anmachen, das ist kein Problem, hatten wir gerade auch. Sind das da hinten die verschlossenen Stahltüren gewesen? Ganz am Ende vom Flur von hier aus gesehen. Du gehst 10. Eingang. Du gehst dran. Oder aus dem Hof raus gibt es eine Treppe. Vom Hof raus gibt es richtig schöne Treppe runter in den Weindiener. Dann gehe ich gleich mal gucken. Ich finde das schon. Nee, das muss ich nicht mit, weil er weiß, wie die Lichter sind. Muss ich Lichter machen. Das hier war ein Thekadarium, das ist so eine Sauna. Guck mal, ich habe die kleine noch die dabei. Die Sauna da ging quasi nur über die Wärmebänke. Das waren nur beheizte Bänke. Okay. Wobei die auch beheizt waren. Ich habe die kleine noch. Die reicht. Ich lasse dem Ingo mal die große. Also hier unten war jetzt nichts mehr auf den Korridor. Was hier noch, das ist, du kommst von dem Korridor hier unten im Prinzip auch dahin. Okay.
Die Tür wird eventuell zu sein. Ich bin vorhin einen Korridor durchgegangen, hinten, wo die Drehbank steht. Da geht es hinten durch ein Lager hindurch und am Ende des Ganges hängen so alte Holzräder und ist eine Gittertür. Was ist denn dahinter? Das war alles hier, du bist so hin durch den Flaschenkeller, ne? Genau. Genau. Das war nur unser Verwendungsfall. Also wenn du da weiter gehst, durch die Gittertür durch, kommen zwei Personaltoiletten. Aha. Und die Personalumkleiden. Ah, okay. Weil das ja da abgeriegelt war. Deswegen war das jetzt einfach ein bisschen interessant. So, weil nur die Tür von vorne, die da reinführt, nicht wirklich hundertprozentig zuschließen kann. Ah, okay. Aber dann kommt man halt nur bis zu den Personalräumen, wo auch nichts mehr Spannendes ist. Ja, ne? Okay. Zu einem abgeschlossenen Lager, und da kommt man so einfach rein. Ne? Und dann kommt man aber nicht weiter halt. Ne? Ja. Das ist damals, ich folge, ne? Jetzt da genau, genau. Da hinten war diese Gittertür, ganz genau. Und, links geht, kommt die und ganz geradeaus hier hinten durch ist auch noch eine Stahl. Da war ich schon gucken, genau. Da war ich gucken. Wofür habt ihr denn diese große Drehbank gebraucht? Hm? Diese große Drehbank, wofür habt ihr die denn gebraucht? Ach so, weil die hier, wir haben ja alles die war einfach selber da gemacht. Okay. Teilweise sind die Sachen auch nur einfach noch da, ne? Ja. Da meinst du, ne? Das Teil. Ja, genau. Eine riesen Drehbank. Hm? Was ist denn hinter dieser Tür da hinten mit dem Emblem drauf? Ne, da ist auch die Weinstube hinter. Ach so, die Weinstube ist da. Okay. Das hier wird wahrscheinlich wieder, das war ein Brunnen. Oder knipsen kann. Das ist ein Brunnen, der ist schon damals beim Bau hier von dem Keller noch quasi entdeckt oder entdeckt worden. Und wurde dann einfach so, hat er noch Licht? Weiß ich gar nicht. Nee, Lampe ist kaputt, funktioniert nicht. Nee, nicht mehr. Nicht mehr. Oder sieht man auch, weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall fand ich einfach, dass das mal eben mit integriert damals. Ja, ich habe schon gesagt, nicht, dass da gleich jemand hochgeklettert kommt. Ja. Noch habe ich es nicht erlebt. Nee. Möchte man, glaube ich, auch nicht. Ich habe schon mal ein kleines Live-Holzspiel hier unten veranstaltet, da habe ich schon mal was da reingehängt und versteckt. Ah, okay. jetzt Hintereingang. Also der Trink- und Essenslieferung. Aha. Ich mache dir aber ruhig ein bisschen Licht, ne? Schön. Ja, Licht wäre hier vielleicht jetzt wirklich nicht verkehrt, weil ich habe ja jetzt nur die kleine Lampe. Wow. Ja, das ist der Wasserfall, den ich von oben gesehen habe. Schöne Sache. Schöne Sache. Das ist vom Hof oben, genau. Schöne Statue. Wahnsinn. Und alles voll mit Wein. Warum ist der ganze Wein noch da? Habt ihr da keine Abnehmer für gefunden? Nein, nein, der Wein ist in Dekoflaschen. Das sind Dekoflaschen? Ah, okay. Steht seit Jahren hier. Okay. Jahrzehnten. Okay. Aber Wahnsinn. Jahrzehnte. Das heißt, trinken könnte man den gar nicht mehr. 98 und ähnliches, ne? Ja. Also, wenn der jetzt normalerweise hier gestanden hätte, jetzt von 98 so gelagert, ja. Ich glaube, den würdest du auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit Wein nicht aus. Ich weiß weder, wie Wein gelagert werden muss, also, noch sonst irgendwas. Ne? Und die Lager und so weiter, aber normaler, also der normale Wein, der jetzt, also der jetzt nicht hochwertiger ist, den kannst du normalerweise auch nicht, hilfst du normalerweise auch keine 20 Jahre. Aber. Okay. Sehr schön. Und da ist jetzt die Treppe, wo ihr vorhin runtergekommen seid. Und wo geht's hier hin? Da ist eigentlich nur der Flur mit den beiden Toiletten. Ach so, okay. Fürs Restaurant hier drüber, was verpachtet war. Das Restaurant hier drüber verpachtet. Und halt. Dieses kleine, wo die Salattheke drin stand, ne? Ja, genau, wo diese runde Theke drin stand, genau, das ist nämlich verpachtet. Okay. Drin gewesen, das haben wir nicht selber gemacht. Ja. Von der Toilette da, ne? Und für hier, wenn hier Veranstaltungen waren, ne, gab es da Toiletten. Mhm. Und sonst ist da nur Kühlraum vom Restaurant und Technik, sonst ja. Ist da nichts mehr. Sehr, sehr schön. Ja, gut. Dann würde ich sagen. Der ist einfach komplett unterspült worden, das ist eine lustige Geschichte. Ja. Das sind hier so einige Fliesen, der Zelt locker. Okay. Na gut, Wasserschäden, ne? Ist immer das Üble. Wir hatten hier mal kaputte, soll ich hier nicht anlassen? Nee, ruhig ausmachen, ich muss da nicht mehr rein. Ich bin ja jetzt gerade am Filmen, ich gehe jetzt in den hinteren Bereich noch. Du hast einfach so mitgefilmt, du warst danach dann. Genau, das reicht mir so. Ein bisschen was zum Erzählen ist auch ganz gut immer dabei. Ja, gut. Ich gehe dann mal nach drüben. Hm? Ja, haben wir ja aufgelassen, ne? Ja, genau, hier hatten wir ja aufgelassen. So, okay. Jetzt sind wir auch bald durch das Gebäude durch. Jetzt kommt noch etwas anderes.
Schaut mal. Uralter Tresor. Eine schwere Stahltür. Ja, und hier haben wir jetzt eine Ecke, die natürlich nicht fehlen darf. Die Kegelbahn. Ich habe jetzt natürlich die kleine Lampe nur. Deswegen werde ich jetzt entgegen meiner Gewohnheit mal das Licht anmachen, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Hier gibt es zwei Kegelbahnen. Sehr schön. Aber da fehlt natürlich schon ein bisschen dekoriert. Gehen wir nach hier hinten. Die typische Türe. Ah ne, man kann dran vorbeigehen. So ist das gearbeitet. So. Und hier sehen wir die Elektronik. Schön sauber und ordentlich und gepflegt, nicht wie so in manchen anderen Orten. Gut aussieht dahinter wie Kraut und Rüben. Sehr schön. Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes einmal rübergehen in die Küche, sich was Leckeres zu essen holen. In den Getränkekeller, sich was Leckeres zu trinken. Setzt sich dann hier unten hin und schiebt ein paar ruhige Kugeln. Wäre doch was, oder? Wer ist alles mit dabei? Wer hat Lust? Ja. Jo. Das ist alles durch. Damentoilette. Herrentoilette. Und ich werde jetzt erstmal, da dies ja ein sogenannter Lost Place ist, wird, in dem noch alles funktioniert, mal eben einen Cut machen, weil ich müsste mal da rein. Das dringende Bedürfnis eben erledigt. Tut das gut. Ja, weiter geht's. Jetzt haben wir mal den Korridor hier von unten. Und jetzt gehen wir mal rüber. Weil ich habe ja einen Bereich, den ich euch noch zeigen wollte. Und ja, dort werde ich dann mein Video auch beenden. Ich mache mal Licht an. Weil ganz durch im Dunkeln hier durch die Katakomben laufen, muss ich ja auch nicht. Ich bin ja neugierig, ne? Telefone. Telefone. Der Telefonmann. Und will ans Telefon ran. Jetzt geht die Fahrt erstmal nach oben. Und immer noch fehlt mir die Aufzugmelodie. Ding, 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 ding. Lassen wir das lieber. Ja, erste Etage, zweite Etage. Dritte Etage. 425. Stockwerk. Bitte alle aussteigen. Yeah, da sind wir. Wir sind jetzt hier in der vierten Etage. Diese vierte Etage war die sogenannte Etage für die Tagungsräume. Hier wurden Tagungen abgehalten. Eine wunderschöne große Dachterrasse. Overhead-Projektoren. Ah, immer eine Lampe hier aus. Ja. Und ich frage mich ernsthaft, was für Tagungen haben die hier abgehalten? Ich habe gerade ganz komisches Kopfkino. Warum liegt das hier? Wieso, weshalb, weswegen? Und überhaupt, warum habe ich davon keine zu Hause? Ah, sogar in Pink, ja, lila vielmehr. Alter Schwede. Die
Die sieht doch mal geil aus. Guckt euch mal dieses Magazin an. Wow. Porno. No. Lassen wir das mal lieber bleiben. Dann gibt es noch Riesenteile. Meine Güte, nee. Ja, und natürlich die Magazine noch ohne Ende. Ja, lassen wir das Thema. Ja. Na, die Toiletten sehen hier oben aber nicht so fein aus. Was haben wir denn hier? Da steht noch eine Musikbox. AEG. Ausschalten, einschalten geht nicht. Ein Dia-Projektor. Koffer. AEG-Mikrofone. Oh, ein Röhrenfernseher. Uralte Technologie. Ja gut, wir gehen weiter. Ja, wir sind dann jetzt eigentlich auch durch. Hier mache ich meinen Abschluss. Nein, hier wurde kein Vandalismus in der Hinsicht betrieben. Hier ist auch keiner eingebrochen und hat seine schmiererischen Kreativitäten freie Lauf gelassen. Hier oben durfte sich die Tochter mit ihren Freunden austoben. Sie durften hier sprayen und feiern. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool von dem guten Mann, dass er das seinen Kindern hier zugelassen hat. Aber man muss dazu ja auch sagen, das ganze Ding wird abgerissen, es dauert nicht mehr lange. Ich habe gerade die Info bekommen, in 2 Monaten ist hier alles raus. Dann ist hier vorbei, dann kommt die große Glocke, dann wird, wie man es so schön sagt, alles an die große Glocke gehangen und krach bumm gemacht und dann ist vorbei. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Panorama hier ist der Hammer. Mal gucken, ob ich hier diese Schiebetüre aufbekomme. Leute, ist das nicht herrlich? Es ist doch schön, oder? Seid doch mal ehrlich. Es ist doch herrlich, die Aussicht. Ja, ich werde das jetzt hier auch wieder verschließen. Wie gesagt, ich werde den Hotelnamen nicht rausmachen. Der Eigentümer hat halt gesagt gehabt, es ist okay, wenn sich hier jemand meldet, der etwas kaufen möchte. Soll er sich ruhig melden. Er freut sich über alles, was noch veräußert werden kann. Ist ja auch gut für die Portokasse, sagen wir mal so. Nur ich werde, er hat zwar sein Okay gegeben, aber es ist nicht meine Art. Und ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde nicht die Adresse und den Namen hier drunter posten. Wer wirklich die Adresse oder Telefonnummer haben möchte, kann mich anschreiben. Ich werde es dann natürlich weitergeben. Irgendwo hat das was mit meiner Grundeinstellung zu tun. Auch wenn es hier natürlich ein bisschen anders aussieht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Es ist ja ziemlich lang geworden. Und ja, ich bin überwältigt. Ich werde jetzt selber mal unten gucken, weil es hat ein paar Sachen unten gegeben, die mir gefallen haben. Und dann werde ich bestimmt mit dem Eigentümer auch ein bisschen einig werden, wenn ich mir ein bisschen was kaufen möchte. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Hotel gerne zu Lebzeiten erlebt, in voller Blüte, mit Schwimmbad und allem drum und dran. Ich finde es einfach nur geil. Ne? Schade, es wird abgerissen. 150 Jahre Familientradition und tschüss, war nicht mehr, ist nicht mehr. Na gut, dem ist dann halt so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bin wieder raus. Bis zum nächsten Video. Ciao.